Für die Petersons bedeutet der Umzug von Chicago nach Washington eine große Umstellung. Unsere Sachen sind da. Aber das neue Zuhause schenkt ihnen ein Gefühl der Sicherheit. Und, wie geht's dir so? Ich liebe dieses Haus. Sie lernen die Nachbarn kennen. Und es wird ein Traum für sie wahr. Was hast du denn da? Nichts. Wie soll ich ihnen beibringen, nicht mit Waffen zu spielen, wenn sie in den verdammten Fernsehsendungen wie Spielzeug wirken? Als sie jedoch nach und nach hinter ihre Geheimnisse kommen... Gefällt dir das? Wird er schnell zum Albtraum. Machen Sie auf! Lassen Sie mich rein! Lori, was hast du? Fehlt dir was? Mein Nachbar verprügelt seine Frau. Ich kann so nicht mehr weitermachen. Hören! Er ist früher nicht so gewesen. Ich tue auf Dinge, die ihn schrecklich aufregen. Aber du kennst doch die Petersen. Sie glaubt, dass du Helen erschossen und sie dann im Garten vergraben hast. Was mache ich nur? Du kommst morgen früh mit mir. Das ist es, was du machst. Und jetzt reden wir hier nicht über Schwarzmarktgeschäfte oder über Ware, die du an der Steuer vorbeischaukelst. Er ist verrückt. Wie jemand, der sich ins Auto setzt und nach Arizona umzieht. Bei dem Versuch, die ganze Wahrheit herauszufinden, erlebt Lori lebensgefährliche Stunden. Spüren Sie es? Ihr ganzer Körper ist erfüllt von Angst. Nein! Deswegen ist Ihre Freundin tot. Deswegen wurden Sie vergewaltigt. Deswegen müssen Sie sterben. The House Next Door. Liebe deinen Nachbarn. Bis in den Tod. In den Hauptrollen James Russo als Carl Schmidt, Sean Young als Monica, Theresa Russell als Helen Schmidt, Frederick Forrest als Vernon Crank, AJ Cook als Laurie Peterson. The House Next Door.